Frau Präsidentin, meine Damen und Herren, wenn jemandem die Selbstständigen am Herzen liegen, dann ist es die Union. Mehr als 4 Millionen Selbstständige und ihre Beschäftigten haben einen gewichtigen Anteil daran, dass wir in Deutschland Rekordbeschäftigung, eine anhaltend gute Konjunktur und eine stabile Haushaltslage haben. In mehreren Bürokratieentlastungsgesetzen haben wir Aufzeichnungs- und Dokumentationspflichten reduziert. Wir haben Rechtssicherheit im Insolvenzrecht geschaffen oder auch Freigrenzen im Steuerrecht erweitert. Auch die Erhöhung der Sofortabschreibung geringwertiger Wirtschaftsgüter von 410 auf 800 Euro ist eine massive Entlastung unseres Mittelstands. Und mit dem Meister-BAföG haben wir durch eine verbesserte Förderung aufgewertet und damit Existenzgründungen im Handwerk erleichtert. Dies sind nur einige Beispiele, sie zeigen aber, dass die Richtung stimmt. Nun führen wir schon seit Längerem eine Debatte über die persönliche und finanzielle Situation von Selbstständigen, gerade auch im Alter. Ich glaube jedoch nicht, dass die vorliegenden Informationen und das Datenmaterial ein sofortiges gesetzgeberisches Handeln erfordern. Und das geht jetzt an Sie, Frau Zimmermann. Was wissen wir? Erstens, 3,7% aller einst Selbstständigen beziehen Grundsicherung im Alter. Das ist ein niedriger Wert. Zweitens, es ist richtig, dass 30% aller Soloselbstständigen ein Einkommen von weniger als 1.000 Euro beziehen. Aber dieselbe Anzahl arbeitet eben auch nur 29 Wochenstunden. Jetzt könnte man meinen, die verbleibende Zeit würde für weitere Beschäftigungsarten genutzt. Aber nein, die überwiegende Zahl der Soloselbstständigen übt keine weiteren Beschäftigungsverhältnisse aus. Das lässt meines Erachtens nur einen Schluss zu. Im Haushalt gibt es weitere Haupt- und Mitverdiener, die zum gemeinsamen Einkommen beitragen. Wohlgemerkt wird der Haushaltskontext in vielen Untersuchungen eben oft nicht abgebildet. Falsche Schlussfolgerungen sind oftmals die Folge. Eine weitere Zahl stützt diese Annahme. Rund 90% der freiwillig in der gesetzlichen Rentenversicherung befindlichen Selbstständigen zahlen lediglich den Mindestbeitrag von 84 Euro. Warum tun sie das? Weil es andere Vorsorgeformen gibt, die eben in den vorliegenden Untersuchungen nicht erfasst werden. Drittens. Die Gruppe der Soloselbstständigen ist eine höchst volatile Gruppe. Zwischen den Jahren 2010 und 2014 wechselten viele in ein Angestelltenverhältnis oder stellten eigene Mitarbeiter ein. Das zeigt, dass die heutige Situation Selbstständiger keine Auskunft darüber geben kann, wie es diesen Menschen einmal im Alter geht. Viertens. Nach Auskunft der Bundesregierung liegen derzeit keine Erkenntnisse darüber vor, ob und wie Selbstständige für das Alter vorsorgen. Bis auf Informationen zur freiwilligen oder obligatorischen Absicherung in der gesetzlichen Rentenversicherung oder in einer Lebensversicherung können keine Aussagen getroffen werden. Wir wissen schlichtweg nicht, ob Vorsorge nicht auch in anderen Formen geschieht, durch Immobilienvermögen, durch Aktien, durch Betriebsvermögen und anderen Vorsorgearten. Und fünftens, es gibt bei der Erhebung zur Altersvorsorge keine Differenzierung zwischen Selbstständigen mit Personalverantwortung und Soloselbstständigen. Die konkrete Vorsorgesituation der nach Ihrer Mundart armutsgefährdeten Soloselbstständigen ist also derzeit nicht festzustellen. Also worüber reden wir hier eigentlich, meine Damen und Herren? Ich habe die dringende Bitte, dass wenn wir grundlegende Neuerungen in welchem Politikfeld auch immer diskutieren, dies bitte auch die Datenlage hergeben muss. Sollten wir uns irgendwann dazu entschließen, die Altersvorsorge bei Selbstständigen zu definieren, sind ausreichend valide Daten dafür auch die Grundlage. Diese Fachlichkeit ist das Mindeste, was ein Land von seinen gewählten Vertretern erwarten kann und muss. Lassen Sie mich aber abschließend aber auch noch einen Gedanken ausführen. Unternehmertum und Selbstständigkeit folgt auch im Sozialversicherungsrecht der Annahme, dass man von seinen Einkünften leben und vorsorgen kann. Deshalb bedeutet Selbstständigkeit nicht nur Entscheidungsfreiheit, sondern auch Eigenverantwortung. Natürlich kann ein Betrieb in die Schieflage geraten oder muss gar geschlossen werden. Natürlich gibt es Beispiele, in denen vorgesorgt wurde und die Solidargemeinschaft einspringen muss. Doch diese Beispiele rechtfertigen nicht, dass ein bestehendes und etabliertes Regelwerk auf den Kopf gestellt wird. Erst recht, wenn es dafür keine hinreichenden Erkenntnisse gibt. Eine Solidargemeinschaft kann zu Recht erwarten, dass jene, die es nicht schaffen, am Markt zu bestehen, sich beruflich auch
woanders orientieren. Der Fachkräftemangel ist für die deutsche Wirtschaft inzwischen zur Wachstumsbremse geworden. Die Unternehmer meines Wahlkreises kommen nicht wegen der Altersvorsorge zu mir. Sie haben Zukunftsängste, weil der Nachwuchs fehlt. Die Ausgangslage ist gut, aber das Personal fehlt. Das sind auch die Chancen für jene Menschen, die nach neuen beruflichen Perspektiven suchen. Mein Appell richtet sich deshalb an alle verantwortlichen Institutionen dieses Landes, von den Sozialämtern und Arbeitsagenturen, den Kammern und Verbänden bis hin zu den Parlamenten. Einem Selbstständigen mit geringem Einkommen hilft keine Rentenversicherungspflicht, sondern eine gute wirtschaftliche Rahmenbedingungen, Unternehmensberatung und im Zweifel eben auch Unterstützung bei der beruflichen Neuorientierung. Und dies sollten jene Prinzipien sein, die uns auch künftig leiten. Vielen Dank. Der Kollege Tobias Zech hat für die CDU-CSU-Fraktion das Wort.